So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tabletop-Podcasts Devil's Playground von 2Explore.de und Radio Diabolos. Und heute wieder zahlreiche Themen am Start, unter anderem natürlich wie üblich das Hobby-Update, an was habe ich diese Woche gearbeitet. Und ja, da kann ich versprechen, das ist ein großer Mix von einem System aufs andere. Vielleicht für den einen oder anderen eine nette Inspiration dabei, lassen wir uns überraschen. Dann schauen wir natürlich nochmal auf die Reveal-Show von Games Workshop. Letzte Woche hat es ja leider zum Podcast noch nicht geklappt, weil ich war ja unterwegs und habe dementsprechend noch keine Zeit gehabt, mir das bis zur Aufnahme hin anzuschauen. Das habe ich jetzt entsprechend nachgeholt und werde zu den ein oder anderen Dingen, was vorgestellt worden ist, vielleicht einfach nochmal meine Meinung sagen. Ihr werdet es wahrscheinlich schon bei anderen Kanälen schon gesehen haben, was dort alles gezeigt worden ist. Aber vielleicht interessiert es auch ja meine Einschätzung, was ich davon halte. Aber ich glaube, sie geht in einigen Sachen genau auch in die Richtung wie von anderen Leuten. Und dann werden wir uns noch einem kleinen Randthema zuwenden, einem System mit einem Maßstab, der vielleicht nicht ganz so geläufig ist, und dazu dann auch entsprechend den 3D-Künstler, aber das dann, wenn es dann soweit ist. Ich hätte gesagt, erstmal herzlich willkommen. Für die Leute, die das am Radio hören, wie immer der Hinweis, gerne auch bei YouTube vorbeischauen, 2explore.de, also 2explore.de, und dort findest du dann den Kanal mit dem ganzen Bildmaterial dazu, und ansonsten auch bei Instagram, auch unter 2explore.de, seht ihr dann die entsprechenden Bilder von den Projekten, an denen ich gerade arbeite, soweit ich davon Fotos gemacht habe. Da schauen wir jetzt dann auch gleich nach dem Projekt drauf. Für die Leute am Radio gibt es wahrscheinlich jetzt eine kleine musikalische Unterbrechung. Und für alle Leute im Video geht es gleich nach dem Cut weiter. Willkommen bei der Hobbywoche, beziehungsweise beim Update zur Hobbywoche. Was habe ich denn so diese Woche alles gemacht? Und das mache ich heute, weil es so viele verschiedene Themen sind. Das ist, glaube ich, mal relativ spontan. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse und dass ich soweit alle Themen mal abdecke. Und da sind auch ein paar Themen dabei, wo ich noch gar keine Fotos gemacht habe, weil ich jetzt noch eine Meinung war, das ist noch nicht fotoreif. Aber ich wollte es trotzdem mal kurz in die Kamera halten. Unter anderem hier diesen schönen Panzer, den ich als Lehman Ross Vanquisher verwende. Passt ganz gut, weil der Lehman Ross Vanquisher ist ja so eine Art Panzerjäger, und da habe ich mir gedacht, da könnte ich ja dann auch ein Chassis nehmen, was dementsprechend auch an den Panzerjäger angelehnt ist, und ich muss ganz ehrlich sagen, das kommt relativ cool rüber, gefällt mir sehr gut, und ist einer von den vier Lehman Ross, die ich aktuell für meine sehr mobile Astra Militarum Armee geplant habe. Ihr seht schon, das Chassis, also der Panzer selber, ist schon komplett bemalt. Der muss jetzt dann eigentlich nur noch getuscht, um dann mit Feinheiten ausgestattet werden. Was noch bemalt werden muss, ist hier oben der Kamerad, der an der Kanone dran ist. Da ist mal eher eine Autocannon, die er hat. Das werde ich natürlich dann regeltechnisch dann auf einen schweren Bolter entsprechend münzen, damit es natürlich wieder regelgerecht passt. Aber mit den Leuten, mit denen ich spiele, ist es ja kein Problem, weil wir uns dann dementsprechend einig sind, dass man dann auch hier und da mal ein bisschen eigene Modelle nehmen kann, wo man dann ein bisschen Freiraum in puncto Waffeninterpretation hat, was ja auch durchaus nötig ist bei Warhammer 40k, weil hier dann da doch mal Waffensysteme getauscht werden und ausgetauscht werden, und solange klar definiert ist, welches Modell welche Waffe hat, ist es doch egal, wie sie dargestellt wird, Hauptsache man weiß und ist sich darüber einig. Was ich dann auch anfangen möchte zu malen, wobei ich jetzt dann diese Woche nicht dazu gekommen bin und glaube, dass ich jetzt dann der kommende Woche auch nicht dazu kommen werde, ist hier dieses Geländestück. Ich habe schon mal grundiert und vorbereitet. Das ist von OPR, also One Page Rules, und ist so ein bisschen so ein Schwammgelände, Pilzgelände. Ist eher so Sumpf für einen Nörgel für Schnitt. Dämonenfraktion, aber relativ cool, werde ich dann auf jeden Fall für Age of Sigmar und so verwenden, aber das kann man auch durchaus bei einer Warhammer 40k Schlacht reinstellen, wie ich finde, und da freue ich mich schon, das zu bemalen, wird ein bisschen sehr matschig, giftig bemalt und hier und da natürlich auch ein bisschen bunt für die Pilze, damit die Pilze noch ein bisschen schräger ausschauen, weil da bei den Pilzen möchte ich mich immer gerne farblich austoben. Ansonsten ein anderes Thema, bevor wir dann auf Fotos gehen, die ich dann euch zeigen kann. Ich habe mir vor kurzem hier diese Box geleistet, beziehungsweise ich kann euch ja mal den formschönen Karton in die Kamera halten, der extrem nichtssagend ist. Und vor allem, ich finde es geil, dass da auch Warhammer 40k dran steht auf der Verpackung. Da merkt man mal, dass es wirklich eine absolute Universalverpackung ist, weil Endless Spells sind, glaube ich, eher Age of Sigmar exklusive. Und ich wüsste jetzt nicht, dass ich schon mal was von einem Endless Spell bei Warhammer 40k gelesen habe. Die Packung ist relativ voll gepackt. Da sind sehr viele Modelle drin. Wie ihr seht hier, diese ganzen Spells sind da dabei. Und sind auch wirklich sehr schön gemacht, sind tolle Modelle, also auch wirklich eine Box, wo rein von den Modellen und vom Preis her guter Mix dabei ist, wo man sagen kann, das ist preistechnisch okay.
Ich kann ja mal das eine oder andere Modell, leider erst zusammengebaut, noch nicht bemalt, in die Kamera halten, beziehungsweise das hier ist sogar aus einem Guss gewesen, so eine Art Welle, die man beschwören kann. Vorne sind so Totenköpfe, geistermäßig. Habe ich die hingeklebt oder? Nee, ich glaube, die waren auch schon. Das ist, glaube ich, ein Ding aus einem Guss. Ah nee, ich habe es in der Mitte zusammen. Genau, das waren zwei Teile, die ich dann zusammengeklebt habe. So war es. Ich denke mir doch, dass da hier gebastelt worden ist. Dann ein Modell, was wahrscheinlich viele kennen, die Purple Sun. Auch ein cooles Modell, wobei das ist das einzige Modell, was zusammenbautechnisch ein bisschen heikel war, weil es ist ein bisschen komplizierter zu verstehen, wie es gebaut wird, und es ist auch das einzige Modell, wo man halt hier auch wirklich, ihr seht es vielleicht, größere Spalten zwischen den einzelnen Teilen hat. Also das ist nicht ganz so passkonform, wie es sein sollte. Aber das habe ich auch schon von anderen Leuten mitbekommen, dass die auch ein bisschen über diese Purple Sun geschimpft haben, dass die sich nicht so schön zusammenbauen lässt wie einige andere Modelle. Und weil der Rest der Modelle ist ja hier wirklich sehr gut zu montieren. Hier dieses Modell, wo ich leider den Namen nicht weiß, finde ich auch sehr geil, ist sehr groß. Also man hat hier auch wirklich große Modelle und noch zahlreiche kleinere. Mal mit hochgenommen. Hier so eine Art Fliegenschwarm, den man beschwören kann. Und hier fliegende Messer des Todes. Wobei ich jetzt leider nicht weiß, wie die einzelnen Sprüche heißen. Das müsst ihr mir leider nachsehen. Ich gebe jetzt wirklich mal hier in die Kamera. Wir haben hier insgesamt dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 große und kleine Kunststoffmodelle. Also wirklich gut was zum Zusammenbauen. Und hier sind dann dementsprechend auch nochmal die ganzen Bauanleitungen dabei. Das ist aber relativ easy zu zusammenbauen. Und mir ging es in erster Linie um diesen Zauberspruch hier, das Pendulum. Weil dieses Pendulum verwende ich als Spruch für meine Sons of Behemoth Armee, weil meine Sons of Behemoth, der Anführer, ist ja ein Kraken Megagargant, und der kann dementsprechend mit einem Artefakt auch einen Endless Spell mitnehmen in die Schlacht, und ich fand das Pendulum dafür relativ genial und ich mag auch das Modell, also insofern passt das ganz gut. Und das Witzige ist, es gibt sowas ähnliches nur in Sensenform für die Nighthounds auch als Endless Spell, aber die Nighthounds Endless Spells werden wir uns vielleicht bei Gelegenheit auch mal anschauen. Das mal zu den Endless Spells. Wie gesagt, wenn ihr für Extra Sigma noch überlegt, dass ihr auch Endless Spells braucht, die Modelle, die Box ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde, doch relativ fair, weil man halt dann doch sehr viel Modell und auch Kunststoff für das Geld dann bekommt. Besser als teilweise, wenn man schaut, dass ich da für drei Modelle für eine kleine Spezialeinheit dann irgendwie fast 40 Euro zahle. Weiß ich gar nicht. Was habe ich gesagt? Ich glaube 50 Euro oder sowas für, oder 55 für das ganze Paket. Ansonsten Vorbereitung für nächsten Samstag, weil nächsten Samstag geht es mit Age of Sigma, mit Infinity natürlich weiter. Und ich habe jetzt da als Hausaufgabe, haben wir aufbekommen, dass wir uns mal eine Armeeliste mit 150 Punkte zusammenstellen. Und hier habe ich mal geschaut, was ich so für verschiedene Modelle mit reinnehme. Und dementsprechend muss ich diese Modelle schauen, dass ich sie vielleicht nach Möglichkeit auch noch bemalt bekomme, wenigstens grob bemalt. Und hier habe ich schon entsprechend dann die Modelle hier nebendran vorbereitet. Sie sind schon mal grundiert und warten darauf, dass sie jetzt dann die nächsten ein, zwei Tage Farbe bekommen, in der Hoffnung, dass ich dann die meisten Modelle auch dann bis Samstag bemalt habe. Einfach ein eigener Anspruch, wenn sie jetzt nur grundiert werden, ist auch vollkommen okay, da wird dann keiner was sagen am Samstag. Aber es ist natürlich schöner, wenn man dann komplett bemalte Miniaturen über den Tisch schupfen kann. Und dementsprechend habe ich hier ein bisschen was vor. Unter anderem hier auch diesen Biker, der in der JSA oder die in der JSA Grundbox dabei ist. Und die werde ich schwarz bemalen mit einem gelben Helm, damit sie auch dementsprechend zum Original Verwandtschaft hat, weil ich vermute mal ganz stark, dass dieses Modell auf den Anime-Charakter Dorarora, oder wie sie heißt, beruht. Also diese Bikerin oder Geistbikerin mit dem gelben Helm und schwarzen Anzug, die, wenn sie den Helm abzieht, auszieht, ja nur so eine Art Geisterflackern hat und gar keinen richtigen Kopf. Mit dabei ist auch noch was anderes Großes, wobei ich gerade weiß, ob ich das dann in die Armeeliste reinpacke oder nicht. Da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen rumprobieren, aber ich habe mir gedacht, den bereite ich auch schon mal vor, und ich sehe hier gerade, hier hängt ein Fussel dran oder beziehungsweise ein Katzenhaar hat sich da reingeschlichen, und zwar diesen netten Kerl hier. Dieser Kampfanzug ist auch dementsprechend in der JSA Grundbox auch mit dabei.
Wobei, da habe ich jetzt keine Ahnung, von welchem Anime es eventuell vorinspiriert sein könnte. Kann auch sein, dass es einfach nur Samurai-mäßig vorinspiriert ist. Auf jeden Fall sehr cool. Was ich extrem bei diesem Modell mag, ist nicht nur, dass er hier zwei Schwerter trägt, bei Katana, sondern hinten auch diese Flügel, ähnlich der Flaggen, wie man sie teilweise von den asiatischen Kriegern her kennt, dran hat. Wo ich mich auch drauf freue zu bemalen, sind meine beiden Ninjas. Einmal hier der Sniper oder die Sniper. Und dann hier zur Unterstützung die Nahkämpferin. Geht auch noch weiter. Ich habe euch ja letzte Woche die Bots gezeigt, diese Mädels. Da habe ich mir jetzt eine rausgesucht, die wird dann auch dementsprechend bemalt. Die ist jetzt nur ohne Base, weil die steht am Schluss nur auf einem dünnen Fuß. Und ich habe mir gedacht, bevor ich beim Malen, bevor sie mir fünfmal abknickt, bemale sie erstmal und baue sie da auf eine gescheite Base, wo sie vielleicht ein bisschen stabiler ist als nur an einem kleinen Minipunkt. Weil wenn ich nur an einem kleinen Minipunkt auf die Base klebe, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich sie dementsprechend umschmeiße oder von der Base wieder wegknicke. Und dann haben wir hier noch so ein paar Standardeinheiten, die normalen 0er15 Einheiten von der JSA, die ich dementsprechend auch noch mit bemalen möchte, einfach um da auch nochmal ein bisschen Fußvolk mitzunehmen. Und da ist dann natürlich abhängig davon, was für eine Liste ich spielen werde, ob das jetzt eine sehr spezialisierte Truppe wird, die ich hier in den Kampf schicke, oder ob ich hier eher so eine größere Massenarmee mit ein paar Standardeinheiten verwende. Das wird man aber dann sehen, wenn ich dann dementsprechend nächsten Samstag dann im neuen Infinity-Training mit dabei bin. Wenn wir schon gerade bei Vorbereitung für andere Systeme sind, da schalte ich hier mal kurz um. Einen Moment. Und zwar habe ich mir aus dem Drucker diese drei Modelle rausgelassen und auch noch ein viertes dazu. Was ich jetzt noch nicht fotografiert habe, die sind schon mal grundgrundiert, also schwarz grundiert und dann mit einem hellgrau so einen leichten Schimmer drüber, damit man die Konturen ein bisschen besser sieht. Das werden meine Alternativmodelle für Bushido werden. Und zwar Cult of Yuri habe ich mir ausgesucht, weil ich da ein paar schöne Druckvorlagen habe. Dieser kleine Gnom oder Schwertkämpfer, der ist von Archwilling Games, wie auch hier die Musikerin. Und hier dieses Geisterwesen mit dem schwebenden Kopf, oder kann man jetzt sagen, ist das ein Schlangenkopf oder ist das jetzt mit Blutmagie wie ein Vampir? Die ist von Huyas Infinite. Und dann habe ich noch einen weiteren Krieger, eine Art Skelettkrieger mit einem Banner hinten auf dem Rücken, der auch von Archwilling Games aus der gleichen Reihe stammt wie die anderen beiden hier. Und die werde ich dann als erste Grundfraktion 70 Punkte, also oder 70 Reis ist es ja bei Bushido werde ich sie dementsprechend mal testweise in die Schlacht führen, weil ich kriege dann auch im November von einem aus unserem Hobbyladen eine kleine Einweisung in puncto Bushido, weil bei mir war es so, ich hätte jetzt Alternativmodelle speziell für Cult of Yuri gehabt oder auch für Ito, aber nachdem er aber Ito, also diesen Schlangenclan, spielt, habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir hier erstmal die Modelle für Cult of Yuri und werde dann da mal für 70 Reis entsprechend Miniaturen bemalen. Ob die Zusammenstellung, wie ich sie gemacht habe, so gut funktioniert, ob die perfekt ist. Ich habe keine Ahnung, ich lasse mich da einfach überraschen. Ich stürze mich da sozusagen ins kalte Wasser und schaue, was dann hinten rauskommt und wie gut mir das gefällt und werde dann, wenn mir das Spiel sehr gut gefällt, natürlich dann da ein bisschen weitermachen, nochmal hier die Cult of Yuri weiter ausbauen, vielleicht noch eine Ito-Einheit bauen und dann vielleicht noch die ein oder andere, die ich mir dann aber als Originalmodelle holen werde, weil man muss auch sagen, dass die Bushido-Modelle teilweise selber auch im Original sehr hübsch sind. Einziger Grund, warum ich jetzt hier auf 3D-Alternativmodelle zugreife, ist, weil ich hier schöne Vorlagen hatte, die sich dafür absolut anbieten und weil ich mir gedacht habe, dann, wenn ich noch gerade weiß, ob mir das Spiel so richtig gefällt, dann nehme ich mal hier einfach Alternativmodelle. Da habe ich dann wenig Einsatz, außer meine Zeit, die ich zum Drucken und zum Bemalen brauche. Und kann dann immer noch schauen, ob mir das System gefällt oder nicht. Aber ich glaube, Bushido sollte mir eigentlich gut gefallen, was ich so von Bushido bisher weiß. Sollte mich gut abholen. Okay, dann nächstes Thema. Da auch nochmal kurz ein Foto, was ich gerade gemacht habe. Und zwar arbeite ich jetzt hier gerade, also das habe ich schon vor längerer Zeit mal vorbereitet. Jetzt habe ich gestern endlich mal Farbe drauf gebracht. Und zwar, ihr könnt es vielleicht erahnen vom Foto her, das ist eine Landschaft für 6 mm Epic Scale. Das heißt, ich habe ja hier schon mal angefangen, mir eine Epic-Armee zusammenzubauen.
und habe schon die ersten Sachen bemalt, habe auch schon ein bisschen Gelände bemalt, weil ich sehr schöne Alternativmodelle vom Bischof bekommen habe. Dazu dann gleich mehr. Und habe mir gedacht, wenn ich das schon in die Vitrine reinstelle, nachdem es so kleine Miniaturen sind, ist es doch relativ cool, wenn ich so eine Art Diorama mache, was man dann vielleicht eventuell auch als modulare Spielplatte nehmen kann. Das heißt, ich habe hier den Karton genommen, da ein bisschen mit Styropor aufgebaut und mit Kips alles ausgespachtelt und jetzt einfach mal Farbe draufgesetzt und gestern, also hier hinten mit diesem Orange und dem Gelb einfach querbeeten. Bisschen gemischt und dann mit einer Öltusche drüber mit dunkelbraun und dunkelrot und hier schon mal schön dementsprechend geshadet. Da gehe ich jetzt dann nochmal mit dem Schwamm ein bisschen drüber, tue mal die Oberflächen nochmal ein bisschen auffrischen und dann geht es dann nochmal mit Trockenbürsten drüber, dass man eine schöne Oberfläche hat und dann werden dann die Gebäude draufgesetzt. Und ich habe jetzt einfach mal hier zum Vergleich, damit ihr auch ungefähr die Größe seht, mal einen großen Panzer dran gesetzt und dementsprechend ein bisschen Gelände. Und ich habe ja hier schon mal früher vorgeplant, dass ich dann hier ein Gelände entsprechend verwenden möchte. Und das habe ich da damals schon mal ein bisschen vorbereitet und das schauen wir uns jetzt mal gleich an. Dazu muss ich nur hier schnell nochmal umschalten. Dann seht ihr hier nochmal die ganzen Modelle. Und zwar hier vielleicht nochmal noch den großen Panzer, den ich ausgedruckt habe. Natürlich ein schöner großer Koloss. Hier ein großer Walker noch dazu. Oh, das ist dann schon wieder was anderes. Dann haben wir hier nochmal auf Vergleich Panzer Walker zu einem 1, 2, 3, 4, 5-stöckigen Haus. Und hier mal die Armee, wie ich sie soweit geplant habe, als Stahllegion im Epic Scale. Hier sind natürlich sehr viele Fahrzeuge, sehr viel Schusseinheiten, das könnte durchaus Spaß machen, wenn die dann dementsprechend zum Einsatz kommen. Und hier nochmal die Gebäude, ein Teil davon, die ich dann dementsprechend hier auf das Geländestück dann draufbauen werde. Das heißt, da kommt dann sozusagen eine Siedlung drauf, in denen dann sozusagen auch die Fahrzeuge sich dann bewegen können. Nur, dass ich die Gebäude fest hinkleben werde, damit es so ein bisschen ein vorgegebenes modulares Spielfeld wird. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf, wenn ich das ganze Ding dann dementsprechend weitermachen kann. Ansonsten, Update der Hobbywoche geht natürlich noch weiter. Heute ein bisschen ausführlicher, habe ich ja schon vorgewarnt. Genau, machen wir hier weiter, weil ich habe euch ja schon mal gezeigt, dass ich hier mit den imperialen Geschichten ein bisschen weiterarbeite. Was hat er denn jetzt gemacht? Moment. Genau, jetzt passt. Hier, das ist ja aktuell mal so meine imperiale Armee, die 2000 Punkte, wie ich sie geplant habe. Und da geht es gerade mit großen Schritten auch nebenbei wieder Bemalung weiter. Mittlerweile ist ja auch schon hier einer der Hellhounds bemalt, einer der Sentinels ist bemalt. Und ich habe es auch schon geschafft, jetzt neben den Leman Russ, die ich jetzt gerade in Bemalung habe, auch schon hier einen der Spezialcharaktere zu bemalen. Und zwar soll die Truppe nämlich Inquisitor Quayfax mit dazu bekommen. Und die hat mittlerweile Farbe bekommen. Und dazu scrollen wir mal ganz nach oben, im oberen Bereich, wo wir jetzt gerade sind. Hier ist meine Inquisitor Quayfax. Leider auf dem Foto, ich weiß nicht warum, hat es sehr viel angefangen zu spiegeln. Ich habe schon versucht, das Licht anders wegzudrehen, aber egal, was ich gemacht habe, es hat irgendwie immer sehr viel gespiegelt. Mag natürlich auch sein an der Farbe, die ich hier verwendet habe. Und zwar habe ich es mit dem Perlmutt Weiß prinzipiell nochmal komplett ein bisschen gebürstelt, um diesen Schimmer zu bekommen. Und es kann auch sein, dass dieser Schimmer extrem Licht spiegelt, wenn man das versucht, mit der Kamera zu fotografieren. Ihr seht, wie sie bemalt ist hier mit diesem violetten Umhang. Hier die Stulpen habe ich extra weiß gelassen, auch den Hut weiß mit Goldverzierungen und so weiter, damit sie einfach sich nochmal ein bisschen von der Menge her abhebt. Und ich habe auch festgestellt, sie ist ein relativ großes Modell. Das heißt, sie ragt ihren Gefolge dann durchaus guten Kopf ist ein Kopf größer, aber das darf sie ruhig sein. Ist ja ein spezielles Charaktermodell. Das Original ist übrigens von Heroes Infinite. Ein sehr schönes Modell, wie ich finde. Und da freue ich mich schon, wenn ich die dann dementsprechend auf dem Schlachtfeld aktiv habe. Dann hier nochmal das Foto von dem Sentinel, der mittlerweile fertig geworden ist. Hat auch Spaß gemacht zu bemalen. Der hat natürlich auch dieses grau, dunkelblau, Kupfer Farbschema, was ich alle meinen Astra Militarum Modellen gerade gebe.
Und ursprünglich war ja so geplant, dass er hier das Bein freischwebend hat. Aber nachdem mir das dann auf Dauer ein bisschen zu wackelig war, habe ich gesagt, ich lege einfach hier unter das Bein noch einen Fass, was sozusagen im Boden versunken ist, wo er dann sozusagen halb draufsteht. Und ich denke mal, das war eine ganz gute Idee, weil es schaut einmal gut aus. Und andere ist, es gibt dem Modell auch nochmal zusätzliche Stabilität. Daneben sitzt da noch ein anderes Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und zwar habe ich meine erste FTL-Flotte fertig bemalt. Und zwar die Xenos-Raumflotte. Da habe ich es auch relativ einfach gemalt. Ich gehe mal kurz nochmal auf ein anderes Bild rüber. Und zwar seht ihr hier sozusagen die Raumschiffe in der Grundform. Und zwar habe ich die Modelle an sich farblich bemalt. Also hier, das ist das erste, was ich mal testweise fertig bemalt habe. Das mit dem Gelb drauf. Und das hat eigentlich fast die gleiche Grundbasis wie jetzt hier das Violette. Und zwar habe ich dann Rot-Violett sozusagen als Basis das ganze Modell bemalt. Und diesen Gelben, das Gelb habe ich dann nur durchs Trockenbürsten draufgebracht, um sozusagen dann diese Details hervorzuheben und diese Maserung zu bekommen. Und ich habe da sozusagen mit Konträrfarben gearbeitet. Also immer mit der entgegengesetzten Farbe laut der Farbtheorie. Dementsprechend natürlich dann Orange bei dem Blau. Wobei ich sagen muss, das Orange wirkt nicht ganz so cool. Es ist zwar okay, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich hätte mir fast ein bisschen mehr erwartet. Und hier bei dem Grün ist es dann mit Rot trocken gebürstet worden. Aber das schauen wir doch mal gleich nochmal hier bei den Raumschiffen an. So ist das fertige Ergebnis, wie ihr seht. Hier das Orange, das wirkt schon ganz cool. Vor allem, nachdem ich dann auch nochmal mit dem Silber nochmal ein bisschen drüber gebürstelt habe, um nochmal das Ganze ein bisschen schimmern zu lassen. Aber ich hätte mir das nochmal ein bisschen geiler vorgestellt. Aber soweit bin ich ganz zufrieden. Es war auch eine Sache, die Modelle waren sehr schnell bemalt. Da war ich wirklich ruckzuck durch. Hier nochmal von einer anderen Ansicht her. Und das sind jetzt sozusagen eine Raumflotte, ich glaube 300 Punkte, nagelt mich aber nicht fest. Auf jeden Fall, was man für ein gutes Grundspiel verwenden kann, ist ein großes, ein mittleres, zwei Light und dann sechs Jäger-Squadrons, die mit dabei sind. Und jetzt brauche ich noch eine Gegnerpartei und dann kann es mit FTL endlich losgehen. Und damit würde ich sagen, sind wir mit dem Update der Hobbywoche durch. Wie gesagt, heute war es ein bisschen ausführlicher, weil es einfach zig verschiedene Systeme war, die quergebiet gemischt sind. Und dementsprechend sind wir bei 20 Minuten Hobby-Update. Wow, das nenne ich mal ordentlich. Mehr dazu dann nächste Woche wieder. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir doch mal, was uns GW alles in ihrer großen Präsentation gezeigt hat. Und was so meine ersten Meinungen dazu sind. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Was ihr selber davon haltet, müsst ihr dann selber dann feststellen. In diesem Sinne, nach dem Cut geht's weiter. The Warhammer Review Online. Warhammer Day 2023. All the Reveals. Und da schauen wir doch mal gleich rein, indem wir uns die Webseite kurz anschauen. Und mal gucken, was da so alles präsentiert worden ist. Und was wir da meiner Meinung nach vielleicht zu erwarten haben, beziehungsweise was ich darüber denke. Das Ganze ist ja im Artikel zusammengefasst, gerne mal reinschauen. Ich werde mir hier das Video auch nochmal in Ruhe angucken. Ich habe jetzt meine Informationen über den Artikel und über andere Videos mal ein bisschen zusammengegraben. Aber ich denke mal, das ist trotzdem doch sehr informativ gewesen, was ich so an Sachen herausgefunden habe. Und hier und da waren auch ein paar Sachen, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Und damit sind wir auch schon bei Warhammer 40k. Hier wurden die nächsten beiden Codexi angekündigt. Und zwar, vielleicht zur Überraschung sehr vieler, die Necrons und die Adeptus Mechanicus. Necrons hätte ich auch gedacht, aber dass Adeptus so Admech jetzt so schnell kommt, hätte ich jetzt eigentlich auch nicht erwartet. Und dementsprechend wurden hier dann auch schon mal Modelle vorgeschlagen oder vorgestellt. Und zwar bei den Necrons war Imhotep the Stormlord. Ein Modell, wie ich finde, von vorne her klar ein typischer Necron. Ist nett, wobei ich jetzt auch nicht so der Necron-Fan bin. Ist aber okay. Und was ich aber geil finde, ist der Umhang hinten. Den haben sie schön gemacht. Auch hier mit den kleinen Skarabäen drauf und so weiter. Doch ein nettes Modell, aber als Charaktermodell, wie ich finde, fast ein bisschen sehr einfach gehalten. Und wenn ihr euch da nochmal so ein paar kleine Previews aus den Codex interessieren, gerne einfach bei Warhammer Community mal reinschauen und euch den Artikel in Ruhe durchschauen. Hier ist nochmal so der erste Ausblick auf den Codex. Und ich muss aber sagen, dass jetzt hier im Vergleich das Modell und der Charakter, den man hier abgebildet hat, noch cooler rüberkommt, wie jetzt hier das Modell selber. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier diese einzelnen Bänder,
Metallbänder, das wäre nochmal ganz nice gewesen, wenn sie das auch hier bei dem Modell gemacht haben, weil ich gehe mal davon aus, dass er hier der gleiche Charakter sein soll. Aber gut, das ist jetzt nur von mir eine Vermutung. Dann Admech soll auch noch dieses Jahr ein Codex rauskommen, da freue ich mich drauf. Und vor allem hoffe ich vielleicht mal, ich weiß nicht, ob sie das mit dem Codex machen oder dann vielleicht nochmal mit einem extra Codex, aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie sagen, es gibt noch so eine dunkle Abart von Admech, die vielleicht nicht mehr ganz so imperatortreu sind, wo man dann auch das eine Dämonen-Admech-Modell mit dazu nehmen könnte, was ja schon seit längerer Zeit auf dem Markt ist. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber das muss man überraschen, was sie machen werden. Hier wurden natürlich dann auch hier das neue Show-Modell vorgestellt, welches ja für sehr viel Spott und Hohn gesorgt hat. Und meiner Meinung nach leider auch teilweise sehr berechtigt. Sei es hier sein überlanger Schlängel, der kein Schlängel ist, sondern im Endeffekt nur sein Abgasrohr. Warum das Abgasrohr auch wie ein Long-Don Silver Penis nach unten hängt und zwischen den Beinen baumelt. Das kann sich jeder selber überlegen, was sich der Designer dabei gedacht hat, weil ursprünglich hätte man ja sagen können, okay, vielleicht ist es ja zum Betanken gedacht, dass er sozusagen von unten irgendwas betanken kann, aber es ist ja ein Abgasrohr und kein Tankschlauch. Insofern macht es relativ wenig Sinn. Über die Sinnhaftigkeit der Stelzen kann man sich auch ein bisschen streiten. Ich persönlich muss sagen, mein Lieblingsmodell ist es definitiv nicht. Es ist zwar schön abgedreht, wie man es von Admech her kennt, aber ob das spielerisch Spaß macht und ob das Modell cool ausschaut, also ich weiß nicht. Vor allem der Schlängel zwischen den Beinen ist halt dann doch je nach Perspektive ein bisschen sehr merkwürdig. Jetzt hätte man designtechnisch vielleicht auch anders lösen können, weil, ja, wobei, vielleicht war das die Designerin, die davor gerade den Film mit Long Don Silver angeschaut hat und dementsprechend da noch motiviert war. Möchte ich ja jetzt auch nicht ausschließen. Jedem das seine. Und wer mich kennt, weiß, dass ich diesem Thema ja prinzipiell auch relativ offen gegenüberstehe. Ich habe da relativ wenig Scham. Okay, aber das zu 40K. Kann man mögen, muss man nicht, aber ich finde es schon auf jeden Fall schon mal ganz cool, dass Admech jetzt relativ schnell einen Codex bekommt, weil dann kann ich mich dann mit Admech dann auch der 10. Edition relativ zeitnah auch befassen, weil ich habe ja hier hinten noch eine ganze Starterbox für Admech rumstehen, die ich jetzt noch nicht anfassen wollte, weil ich erstmal schauen wollte, wie es in der 10. Edition mit Admech weitergeht und dementsprechend dann überlege, mache ich eine loyale Admech-Fraktion oder baue ich die um und mache da vielleicht eine etwas korrumpiertere. Muss man mal gucken. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen, was der Kodex so bringen mag oder ob das auch nur im Endeffekt ein Update ist zum bestehenden Kodex. Dann weiter geht's mit Age of Sigmar Dawnbringer Book 3. Dort wurden dann auch nochmal ein paar Sachen vorgestellt, ein paar Modelle auch, unter anderem hier dieses Modell von einem Stormcast Eternal. Das muss anscheinend ein ganz besonderer Charakter sein, wobei, nachdem ich mich mit den Stormcast Eternal bisher noch überhaupt nicht so richtig auseinandergesetzt habe, weil es einfach nicht meine Fraktion sind, das sind einfach für mich die Shiny Boys, die, ich weiß nicht, sie machen mich nicht an. Muss ich auch ehrlich sagen, kann ich jetzt auch nicht viel zu dem Charakter dazu sagen. Wobei ich fast sagen musste, habe mir erst gedacht, hey, cooles neues Chaos-Modell. Bis ich nochmal genauer hingesehen habe und gesehen habe, ach nee, das ist für Chaos fast zu shiny. Und ja, es ist ein Chaos, es ist ein Stormcast Eternal. Insofern ein bisschen vom Design her fast ein bisschen zu sehr auf Chaos getrimmt. Nur, dass er halt keine Chaos-Ikonen an sich irgendwo trägt. Ansonsten würde er da gut reinpassen. Da finde ich ihn da fast noch ein bisschen cooler. Vor allem, ich mag das Reittier, das ist so richtig schön badass-mäßig. Aber wie gesagt, mir sind die Stormcast Eternal prinzipiell etwas zu shiny. Was mir da aber relativ gut gefallen ist, auch wenn die Sylvaness nicht unbedingt meine Fraktion sind, ist hier dieses Charaktermodell. Irgendwie Bel Thanos, First Son of Urnos, der anscheinend irgendwie das Lied des Krieges versucht aufrechtzuerhalten, damit dieser Gott irgendwie weiterleben kann. Irgendwie sowas war das von der Hintergrundgeschichte. Das Modell selber finde ich relativ cool, wobei ich sagen muss, auch hier, weil ich halt einfach auch vom Farbschema her das sehr cool finde, ist ein Reittier. Also dieser Käfer, den finde ich schon sehr geil. Das ist ein relativ cooles Modell. Ist zwar jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, Sylvaness ist jetzt meine bevorzugte Fraktion, aber sollte ich mir mal Sylvaness antun, könnte es durchaus sein, dass ich mir dieses Modell auch mit besorge, weil die finde ich doch sehr nice.
Ich mag, liegt aber auch, denke ich mal, auch sehr am Paintjob, weil ich speziell vom Käfer die Bemalung sehr cool finde. Die gefällt mir sehr gut, trifft genau meinen Geschmack. Hier auch nochmal mit der Truppe dazu. Ist relativ stimmig. Also muss sagen, die Sylvaness haben schon hier und da ihren eigenen Charme. Das möchte ich Ihnen nicht abstreiten. Dann Kill-Team gab es ein Update. Ein Teil davon fand ich ganz cool, einen anderen Teil fand ich eher mei. Nice to have. Was ganz cool ist, ist, dass jetzt anscheinend die Boxen ein bisschen getrennter sind. Das heißt, bei einer Kill-Team-Box sind einmal die Fraktionen, also die Kill-Teams an sich mit dabei und das Gelände ist extra. Das finde ich sehr nice, weil da kann ich mir einfach das Gelände holen und dann die einzelnen Gangs, ohne dass ich wie jetzt aktuell sehr viele Sachen mir doppelt hole. Das finde ich eine sehr gute Entscheidung. Die Fraktionen selber her, die Scorpions sind, ja, meistens sind halt Eldari, und es sind Scorpions, die ausschauen, finde ich, wie 0815 Scorpions. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die alten Designs sind, aber so auf den ersten Blick, von dem, was ich so im Hinterkopf habe, muss ich sagen, wirken sie nicht viel anders als die alten Scorpions. Insofern kann man haben, muss man nicht. Ich denke mal, für einen Eldar-Spieler relativ cool. Aber da muss ich sagen, da haben die Eldari doch durchaus coolere Einheiten, was ich mir vielleicht als Killteam erholen würde, nur weil ich es dann als Killteam spielen möchte, weil Eldari selber werde ich mir wahrscheinlich nie eine Armee zusammenstellen. Aber wenn ich mir eine Harlekin-Killteam-Truppe zusammenstellen könnte, da wäre ich durchaus mit dabei, weil so viel ich weiß, gibt es bei Killteam das noch nicht. Wobei ich vielleicht Killteam auch mal mich ein bisschen befassen sollte mit. Weil ich doch von sehr vielen Leuten gehört habe, dass Killteam relativ nice ist. Ich habe mir eigentlich nur eine Killteam-Box geholt, weil ich die Deathcorps haben wollte. Aber der ganze Rest drumherum war mir da erstmal wurscht. Ich wollte nur die Modelle haben, damit ich sie für meine Astra Militarum-Armee verwenden kann. Und dann haben wir hier noch die neuen Scouts für die Space Marines, die ich ganz nett finde. Sind halt Scouts, sind Space Marines. Sind jetzt aber keine Modelle, wo ich sage, das sind jetzt Überflieger. Sind nice to have. Und hier dann noch ein bisschen das Gelände. Das Gelände finde ich relativ cool, diese Teile. Die haben was. Wobei jetzt hier den Rest vom Gelände, hier diese Plattformen, finde ich relativ mau. Also das ist so ansprechend wie Fußpilz. Ganz ehrlich gesagt, kann man haben, muss man aber definitiv nicht. Da gibt es viel, viel schönere Modelle, die man sich als Gelände hinstellen kann. Und vor allem sehe ich hier ein großes Problem, dadurch, dass es so extrem offen ist, nur mit Plattformen eigentlich arbeitet. Was mache ich mit einer Armee, die langsam ist und nicht so beschuss stark wie andere Armeen ist? Die kommt doch nie an den Gegner ran. Bevor die am Gegner dran ist, ist sie doch schon mal 5000 Mal weggeschossen worden. Und für solche Truppen ist es halt echt schade. Insofern ist es auch ganz gut, dass man vielleicht die Killteams mittlerweile komplett auch wieder von den Geländeteilen trennt, weil dann muss man sich dieses Gelände nicht unbedingt holen, weil das Gelände finde ich relativ mau. Okay, und dann kommen wir zum letzten Thema, die Old World. Warhammer Old World, also ich glaube ja erst, dass es da ist, wenn es da ist, wenn es wirklich da publiziert worden ist. Und dass es ein bestehendes System ist, wo GW wirklich was machen möchte, glaube ich auch erst, wenn es mindestens ein Jahr überlebt hat. Weil ich befürchte ja immer noch, dass man hier die Old World einfach raushaut, damit es rausgehaut hat. Und dann nach einem Jahr wird man das Ding wahrscheinlich wieder einstampfen. Das ist jetzt meine Befürchtung. Würde mich freuen, wenn ich daneben liege. Weil vor allem für alle Leute, die sich auf Old World freuen, wäre das echt schade, wenn ich da recht haben sollte. Es wurden natürlich speziell wieder sehr viele Bretonen-Modelle vorgestellt und da muss ich sagen, die neuen Bretonen-Modelle schauen sehr geil aus. Angefangen hier mit dem Lord on Pegasus, den es ja auch in verschiedenen Optionen gibt, mit verschiedenen Helmen, verschiedenen Waffen und so weiter. Ein sehr cooles Modell, also das Pegasus-Modell schaut auch sehr cool aus. Das ist mal wieder ein richtig schönes, stämmiges Pferd mit Flügeln. Das wirkt einfach sehr cool. Ihr werdet es dann gleich sehen, unten mit den alten Pegasus, da, im Vergleich dazu sind die neuen schon um Welten besser. Dann auch hier sitzt hier die verschiedenen verschiedene Möglichkeiten, wie man machen kann. Man kann sogar einen Standardbearer draus machen, also einen Standartenträger. Dann auch hier die Knights of the Realm on Foot sind sehr schön. Weißt du, ob es das zwei Boxen sind oder einfach, ob ich die Box in zwei verschiedenen Versionen zusammenbauen kann? Einmal hier mit Schwert und Schild oder hier mit Zweihand-Äxten. Sehr schöne Modelle, sehr schön detailliert. Die haben auch wirklich auch diesen Detailgrad, den man auch von der neuen Cities of Sigmar Box erkennt.
Sehr cool, und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass ich mir die Modelle für die auf Sigma mit hernehme, weil sie einfach optisch gut dazu passen. Dann haben wir hier noch ein paar Einzelcharaktere gezeigt, und hier seht ihr dann, das sind die alten Pegasus. Also, ich habe zwar jetzt von irgendjemandem mal gehört, der meinte, das wären auch neue Modelle, aber die schauen mir verdammt aus wie die Pegasus, die ich auch unten bei mir in der Vitrine stehen habe und bemalt. Also die alten Zinn-Modelle, und wenn ihr seht, wie mickrig die ausschauen im Vergleich zu dem Pegasus hier oben, sind es schon mal zwei Welten, weil ich glaube, das ist das Hauptproblem, was man dann haben wird, weil sie nicht alle Modelle neu machen und hier teilweise anscheinend auch die alten Pegasus und alten Reitermodelle anbieten, weil hier unten, hier Knights of Realm, die schauen mir auch aus wie die alten Knights, und die Pferde und die Pegasus, die sind einfach extrem klein im Vergleich zu dem, wie jetzt die neuen Reittiere sind, weil die Reiter selber sind vom Maßstab her, glaube ich, relativ ähnlich oder gleich, aber die Reittiere sind halt so extrem unterschiedlich, und da ist halt dann wirklich so, dann habe ich dann hier die Knights of Realm, die oder halt auch hier die Pegasus-Reiter, die neben den Lord auf seinem neuen Pegasus daher fliegen, und es schaut aus, als wenn die anderen auf Ponys unterwegs sind, was natürlich dann den Charme oder auch diese Erhabenheit der Bretonenritter dementsprechend auch sehr schnell wieder aufhebt. Hier die Men-at-Arms und die Peace and Bowmans sollten vom Look and Feel her auch nochmal die alten Modelle sein. Also die schauen eigentlich genauso aus wie die Truppen, die ich bei mir unten im Keller stehen habe, weil ich mich nicht ganz täusche. Und das ist aber ganz ausreichend, weil die Modelle sind an sich relativ hübsch. Das sollte eigentlich passen. Ich lasse mich gerne korrigieren, wenn das jetzt neue Modelle sind, aber sie schauen meiner Meinung nach genauso aus wie das, was ich hier unten stehen habe. Müsste ich vielleicht mal wirklich einen 1:1-Vergleich machen, dass ich mir wenigstens mal von eben einmal bemale und dann hier mit den Fotos nochmal vergleiche. Dann haben wir hier nochmal eine neue Handmaiden of the Lady. Sehr schönes Modell, vor allem, weil sie auch sehr schön bemalt ist. Ist natürlich die Frage hier, sie schwebt so über einer Blume hinweg. Kann man machen, muss man nicht. Und hier nochmal so ein bisschen allgemein. Auch hier auf die Lady auf dem Einhorn wirkt sehr toll. Ein bisschen kitschig, aber das darfst du durchaus haben, weil es ist ja auch eine Art Märchenfigur. Das Ganze beruht ja sehr auf der Artus-Saga vom ganzen Setting her. Und hier nochmal das Field-Trebuchet. Und das ist, glaube ich, auch nochmal alte Modelle. Oder auf jeden Fall sind das Modelle, die den alten Stil widerspiegeln. Insofern relativ nett. Wie gesagt, was ich ein bisschen ungeschickt finde, ist, dass man hier, so wie es ausschaut, die Reiter und die Pegasus Knights nochmal von den alten Modellen gelassen hat, weil die normalerweise, also wie es von dem Foto her auch wirkt, auch im gleichen Maßstab sind wie die alten Modelle und dementsprechend wahrscheinlich relativ lächerlich neben den neuen großen Pegasus ausschauen werden, was ich ein bisschen ungeschickt finde. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Kann auch sein, ich irre mich gerne, wenn das jetzt hier angepasste Modelle sind, dass man gesagt hat, man hat nur das Modell sozusagen von der Grundform genommen, hat sie aber ganz groß gezogen, dass sie dann dementsprechend zu dem anderen passen. Aber wenn ich jetzt so anschaue hier, vergleiche Reiter zu Pegasus und zu Base und dann vergleiche mit dem Modell hier oben, sind es glaube ich nochmal zwei Welten, weil das wiegt allein schon im Endeffekt, das wirkt, als wenn da vier von den anderen Pegasus reinpassen, von der Masse her. Und dementsprechend muss man uns mal überraschen, muss man vielleicht mal gegenüberstellen. Aber ich habe mal meine Pegasus-Reiter neben den Stormcast auf den Griffon gestellt und es schaut aus, als wenn die auf kleinen fliegenden Ponys unterwegs sind. Ah, gut. Prinzipiell muss ich sagen, was so vorgestellt worden ist, durchaus interessant. Sind ein paar nette Sachen dabei gewesen. Ob das Ding jetzt hier jeden Geschmack trifft oder so, muss man mal gucken. Aber das schaut auf jeden Fall so aus, als wenn Givi nette Pläne vorhat. Und jetzt muss man natürlich schauen, wie dann hier weiter die Preisgestaltung ist, wie auch dann im Endeffekt die Realisierung der einzelnen Projekte sind, weil, wie es zum Beispiel auch bei Space Marines jetzt war, wo der Codex zum Beispiel in Deutschland noch gar nicht verfügbar war, ich aber eine Woche lang schon gar nicht mehr den Army-Builder verwenden konnte, weil, um den Army-Builder vernünftig verwenden zu können für Space Marines, brauche ich den Code aus dem Codex, den ich aber in Deutschland noch gar nicht erhalten kann. Insofern ist es auch so ein Update gewesen, wo ich mir denke, das hättet ihr auch besser machen können. Aber gut, wir sind es ja mittlerweile leider gewohnt. Und leider sind wir ja schon sehr krasse Sachen von GW gewohnt, wo man sagt, das hätte man vielleicht hier und da besser machen können. Auf jeden Fall, ich finde es nett. Und man muss auch sagen, für jeden eigentlich nette Sachen dabei gewesen. Für jeden, weiß
was, wo er sich darauf freuen kann, wie ich finde. Und wie gesagt, für mich auch das eine oder andere dabei, wo ich sage, da bin ich gespannt, wie das Ergebnis ausschaut, wenn ich das an den Händen halte. Okay, das dazu. Wir schauen danach nochmal einen kurzen Blick auf eine Seite auf My Mini Factory. So, zum Abschluss der Sendung schauen wir noch kurz auf My Mini Factory. Und zwar, weil ich das vorhin schon gezeigt habe, 6 mm Epic Scale. Schauen wir doch mal bei einem Künstler vorbei, der da heißt Bishock, von dem ich sehr schöne, sehr geile Druckvorlagen bisher bekommen habe. Ich habe den schon mit 3 Kampagnen unterstützt und habe hier dementsprechend dann 2 Armeen mittlerweile, die ich als Epic-Armeen verwenden kann. Und zwar einmal die Legion of Zendre, was eher so vergleichbar ist zu der imperialen Armee, also Astra Militarum. Und mittlerweile sind auch die Raider of Zendre mit dabei, was vergleichbar ist zu den Orks. Und da sind mittlerweile auch sehr coole Modelle dabei, vor allem auch sehr viel auch Sachen für Gelände. Und muss sagen, bisher, die Druckqualität von seinen Modellen war bisher immer sehr gut. Ich war immer sehr begeistert, hatte sehr wenig Probleme mit dem Drucken. Insofern wirklich sehr gut, sehr toll. Kann ich nur empfehlen bisher. Da, wenn ihr noch Material sucht, um einfach eure Epic-Armee nochmal weiter auszubauen oder vielleicht einfach nochmal eine neue Fraktion mit schönen Modellen zu bauen, solltet ihr bei Bishock auf jeden Fall mal vorbeischauen. Geschrieben Bishok. Hier einfach mal die Seite offen, wo ihr mal verschiedene Modelle seht. Wir schauen einfach mal so grob drüber. Hier seht ihr verschiedene Gebäude, Industriekomplexe. Hier zum Beispiel sind auch noch dabei hier Arbeiter. Die sind, glaube ich, aktuell eher so fraktionslos. Ich muss mal schauen, ob es mittlerweile vielleicht auch von den Legion of Zendre oder sowas irgendwelche Regeln gibt oder so. Sind aber bisher noch bei mir, wenn es gibt, einmal vorbeigegangen. Hier hat man dann auch so ein paar Zivilfahrzeuge, Statuen, hier Legion of Zengre, das ist dann eher wieder für die imperiale Armee. Und dann fängt es hier an mit den Raider-Modellen. Und ihr seht hier, die Raider-Modelle sind teilweise durchaus abgefuckt. Das sind auch wirklich an den Ork-Modellen angelehnt. Also das sind die Grünhäute mit ihren Shotkarren, wie man sie sich vorstellt. Hier auch nochmal eine Crash-Site, die übrigens extrem groß ist. Also hier ist dann, was ich gesehen habe, anscheinend ein Zeppelin abgecrashed oder Transportschiff gecrashed. Und das ist ein richtig großes Geländeteil. Das werde ich auch demnächst ausdrucken, da freue ich mich drauf. Das werde ich euch dann auch auf jeden Fall mal zeigen. Hier auch verschiedene Ruinen, Gebäude, Zivilfahrzeuge, die man noch mit reinsetzen kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Zivilfahrzeug-Set ausgedruckt. Sind nur ganze Fahrzeuge und ein paar Schrottfahrzeuge. Die Schrottfahrzeuge werde ich dann fest nochmal in die Siedlung, die ich ja gerade als Diorama baue, mit einbinden. Und die funktionierenden Fahrzeuge werde ich dann einfach so draufstellen, dass man die dann dementsprechend auch noch verschieben kann. Dachte mir nur, die Schrottfahrzeuge, die werde ich dann vielleicht auch ein bisschen auch in Sand mit überschütten oder sowas, dass die ein bisschen ausschauen, als wenn die schon länger dort stehen und Teil vom Gelände sind. Hier auch schön eine große Fabrik, Kirchen und so weiter. Den Revolt of Zendre, da muss ich jetzt nochmal schauen. Da sind auch verschiedene. Es kann auch sein, dass Revolt of Zendre mittlerweile auch schon eine eigene Fraktion ist. Bin ich mir nicht ganz sicher, die muss ich mir nochmal im Detail anschauen. Die sind jetzt relativ neu dazugekommen mit dem ganzen Industriegeländen. Das kann natürlich auch sein, dass das so eine Art, aber hier auch Mutanten und sowas dabei sind. Vielleicht ist das auch sowas ein bisschen wie die Jeans-Stealer oder so weiter. Muss ich mal gucken, sage ich euch vielleicht nochmal Bescheid. Da werde ich auch nochmal ein paar Modelle ausdrucken und euch dann zeigen. Die Raiders of Centauri Sachen, kann ich schon mal sagen, sind sehr gut. Was ich bisher ausgedruckt habe, da sind sehr schöne Modelle dabei und lassen sich wie gewohnt von den Druckvorlagen auf perfekt drucken. Und wo ich mich schon drauf freue, was ich auf jeden Fall demnächst ausdrucken werde, ist hier dieses große Piece. Das größte Zeppelin, was ich bisher gedruckt habe, war, glaube ich, so groß. Und ich glaube, das Ding hier ist nochmal ein Stück größer. Also für 6 mm oder für Epic Scale wirklich ein riesen, riesen Brocken. Und schaut auch verdammt cool aus. Gefällt mir sehr gut. Auch hier ein großes Propaganda-Zeppelin. Hier dann für die Raider dementsprechend die Flieger, die richtig schön schrottig ausschauen, so wie sie sollen. Auch hier die Transporter. Buggies, dann die Fußtruppen und natürlich dürfen nicht fehlen die ganzen großen Garganten aus allen möglichen Schrottteilen zusammengebaut. Da bin ich gespannt, wie groß sie sind, weil ich glaube, die sind noch mal ein bisschen größer als die Walker, die ich bisher für die Legion ausgedruckt habe. Lassen wir uns überraschen. Auch natürlich hier die Copters dürfen nicht fehlen, auch dann hier Beasts, die dann gepanzert sind, die als laufende Waffenplattform unterwegs sind.
Also wirklich alles, was das Orkherz sozusagen begehrt, ist hier abgebildet. Und dann dementsprechend hier unten nochmal die normalen Legion-Geschichten und sowas wie die Baneblades, also der Baneblade, den ich vorhin auf dem Foto gezeigt habe, der müsste hier bei Army of Sentinel dabei sein. Ist hier ein bisschen anders jetzt gepackt, als wie ich es kenne, weil ich habe ja die ganzen Sachen damals teilweise auf Kickstarter oder teilweise hier auf MMF auf der Plattform als Kampagne mit unterstützt. Und dementsprechend sind natürlich die Sachen, die ich bekommen habe, ein bisschen anders gepackt, wie sie jetzt hier auf der im Shop gepackt sind. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, es sind wirklich tolle Modelle. Die Qualität ist sehr gut. Sie lassen sich gut drucken, sind auch gut pre-supported. Da gibt es definitiv nichts. Also ich habe da mit den Modellen, wenn ich einen Fehldruck hatte, lag es nicht unbedingt an der Vorlage, sondern lag es eigentlich eher, dass irgendwas bei meinem Drucker gezickt hat. Insofern beide Daumen hoch für Bishock. Wenn euch das gefällt, wie gesagt, mittlerweile zwei beziehungsweise eventuell sogar drei Fraktionen, die ihr dementsprechend hier aus den ganzen Druckverlagen rausbekommen könnt. Hier sind zum Beispiel die Kampagnen, die es gab, World of Sentinel, World of Sentinel und Legion of Sentinel. Wobei die Aktionen oder die Kampagnen sind, glaube ich, mittlerweile zu. Das heißt, ihr könnt sie jetzt nicht mehr ordern. Aber wie gesagt, einfach mal im Auge behalten. Ich könnte mir vorstellen, dass demnächst bald mal wieder eine fette Kampagne kommt, weil die kamen sehr gut an. Er hat ein sehr gutes Feedback bekommen. Und das ist auch einer, der, glaube ich, 6 mm wirklich lebt, der Designer. Und dementsprechend denke ich mal, dass da auch Nachschub nochmal kommen sollte. Also ruhig mal dort nachschauen. Okay. Für alle Epic-Fans, perfekter Tipp. Und lässt sich vielleicht auch mit dem neuen Warhammer-Spiel kombinieren. Klar, das neue Warhammer-Spiel ist dann nicht mehr 6 mm, sondern es ist 10 mm. Aber ganz ehrlich, ob der Baneblade ein bisschen kleiner ist oder ein bisschen größer, das macht, glaube ich, in dem Maßstab jetzt nicht unbedingt so viel aus. Kann man trotzdem, glaube ich, ganz gut miteinander mischen. Aber das müssen wir mal schauen. Da werde ich mir auf jeden Fall auch mal von dem neuen System dann vielleicht das ein oder andere Modell mal holen und dann vergleichen zu denen, was ich jetzt hier 3D-mäßig mir ausgedruckt habe. Wobei ich sagen muss, die Bishock-Modelle finde ich halt extrem geil, weil die treffen halt vom optischen her genau meinen Geschmack. Die gefallen mir teilweise auch besser wie Sachen, die ich schon in der Vergangenheit von Epic Original gesehen habe. So, das war's auch für heute. Ich hoffe, es war wie immer interessant. Ich war heute schon wieder mehr im Redefluss drin als geplant. Aber ich hatte doch, denke ich mal, einige Informationen, die ich hier dann heute in die Sendung reinpacken wollte. Drum gerne ein bisschen mehr erzählt als zu wenig. Nächste Woche mal gucken, was es da alles zu berichten gibt. Auf jeden Fall Infinity. Kann ich dann nochmal ein kleines Update geben, wie sozusagen die zweite Spielrunde gelaufen ist oder Trainingsrunde, weil da ist ja dann nächsten Samstag der zweite Teil unseres Bootcamps. Und dann schauen wir mal, was ich dann bis zum nächsten Samstag auch dementsprechend bemalt bekomme, was ich dann auch dann für das Infinity Bootcamp mitnehme. Und dann, je mehr ich schaffe, umso mehr kann ich euch natürlich dann auch im Hobby-Update zeigen. Aber das mache ich dann relativ spontan, wenn ich dann nächsten Sonntag wieder die neue Folge aufnehme. In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit. Viel Spaß im Hobby, viel Spaß beim Selbermalen, beim Spielen, beim Zusammenbauen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, euch eine schöne Hobbyzeit.